Hier trainiere ich gerne. Dieser Satz ist für die Mitglieder des TV Vital in Erlangen mehr als nur ein so dahingesagter Spruch. Denn hier spürt man sofort, Wohlfühlen ist das oberste Gebot. Nicht zuletzt deshalb ist das TV Vital das Aushängeschild des TV 1848 Erlangen, dem ältesten und größten Sportverein in der mittelfränkischen Stadt. Und das ist auch das Besondere an dieser Geschichte. Im Gegensatz zu vielen anderen Sportvereinen rühmt man sich beim TV 48 nicht mit den rein sportlichen Abteilungen, sondern mit einem vereinseigenen Fitness- und Gesundheitszentrum. Das TV Vital, das ist sozusagen das Flaggschiff des TV 48 und es erfüllt eigentlich sozusagen die höheren Ansprüche unserer Mitglieder, was das Ambiente anbetrifft, was die gesamte Versorgung anbetrifft, die Verwaltung und natürlich auch in erster Linie das Sportangebot angeht. Seit 2001 hat sich das TV Vital zu einer festen Institution in Erlangen entwickelt. Das anfängliche Konzept war ausgerichtet für 650 Mitglieder. Aktuell umfasst das Studio aber bereits rund 1.500, Tendenz steigend. Aufgrund dieses enormen Mitgliederzuwachses ergaben sich in den vergangenen Jahren allerdings große Platzprobleme. Die Lösung? Eine Erweiterung um die doppelte Fläche. Wir hatten die Frage, behalten wir das TV Vital 1 mit einer Überfüllung auf Dauer und die Leute werden irgendwann unzufrieden oder investieren wir in weitere Flächen und schaffen eine Grundlage für die nächsten 10 Jahre. Die Antwort war schnell gefunden. Seit Oktober 2010 erstrahlt das TV Vital nun in neuem und auch größerem Glanze. Wir haben ja auch völlig neues Potenzial geschaffen durch diese Größe jetzt. Wir waren ja wirklich am Limit, was die Aufnahmekapazität betrifft, allein von den Umkleiden. Jetzt steht hier ein völlig neues Studio mit neuen Herausforderungen auch wieder neue Mitglieder zu akquirieren, das Ganze wieder auch so auszulasten, wie es zuletzt im kleineren Vital stattfand. Das ist natürlich die Aufgabe, die jetzt auch vor mir steht. Insgesamt bietet das TV Vital ein Komplettangebot für alle Altersgruppen. Neben den klassischen Fitnessgeräten gibt es Kursräume für die verschiedensten Kurse, von der Entspannung für Körper und Geist beim Qigong bis hin zum Muskel- und Koordinationstraining mit dem Theraband oder Hanteln. Auch das Indoor-Cycling erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Besonders der neu eingerichtete Wellnessbereich mit verschiedenen Saunen sowie Ruheräumen sorgt für zufriedene Gesichter bei den Mitgliedern. Zudem wissen Eltern während ihres Studioaufenthalts ihre Kinder bei der Kinderbetreuung in den besten Händen. Ich denke, das zeichnet uns aus, dass wir erstens eine sehr breite Masse abdecken und dass die Stimmung hier sehr familiär ist. Das ist auch das, was wir versuchen vom Mitarbeiterteam her aufrechtzuerhalten. Ich glaube, dass da vielleicht die Hauptunterschiede sind zu manch anderen inhabergeführten Studios. Zudem setzen die Vereinsverantwortlichen um Präsident Wolfgang Beck beim TV Vital auf eine umweltschonende und zukunftsträchtige Energieversorgung. Wir haben ein Blockheizkraftwerk, das ist die Zukunft Nummer 1 für mich in der Energieversorgung. Wir haben eine Wärmepumpe und die Photovoltaik auf dem Dach. Die haben wir freilich verpachtet, weil wir das selber nicht noch finanziell stemmen konnten. Und wir meinen, dass das das fast Nonplusultra ist, was man heute in einem Sportverein, was energetisch möglich ist, tatsächlich wir hier auch gemacht haben. Der älteste Sportverein Erlangens ist also dank des Weitblicks der Vereinsführung zugleich auch einer der modernsten. Für seine innovativen Veränderungen wurde der TV 1848 auch mit dem Quantensprungpreis des Bayerischen Landessportverbands ausgezeichnet. Für die Verantwortlichen bedeutet das eine Bestätigung unserer Vereinspolitik und natürlich auch unserer Strategie, in immer, wenn man so will, in höhere Regionen vorzustoßen, was das Niveau anbetrifft in der Betreuung bzw. auch im Angebot unserer Mitglieder. Insofern fühlen wir uns bestätigt, aber natürlich auch, wie das so schön ist bei Preisen, auch als Ansporn. Und wir sind natürlich froh, dass der BLSV und das Bayerische Lotto so einen Preis ausloben für die Vereine und wir da diesmal dabei sind. Das ist uns eine besondere Freude. Ich denke, wir werden auf dieser Linie, in dieser Richtung weiterarbeiten.